Ja, ich bin junger Spieler und junge Spieler neigen dazu, wenn sie mal ein Erfolgserlebnis haben, dass sie schon ausruhen. Und ja, das hat er bei mir gut erkannt und ja, hat mir nochmal so gesagt, einen Tritt in den Hintern gegeben und ja, gesagt, dass ich heute nochmal einen draufsetzen soll. Und ja, das ist mir ganz gut gelungen, denke ich. Ich hoffe, dass er das jetzt auch so konstant weiter abruft. Dann wissen wir, dass wir mit Alex einen Top-Stürmer haben. Und manchmal brauchen ja Spieler mal einen kleinen Weckruf. Wie weit haben Sie dieses berühmt-berüchtigte Abstiegsgespenst jetzt schon aus Nürnberg vertrieben? Ja, wir haben es zumindest schon mal aus der Stadt gejagt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht mehr reinkommt. Tim, warum tut sich Werder Bremen im Jahr 2012 so schwer, daheim ein Fußballspiel zu gewinnen? Ja, das glaube ich, das weiß nur der liebe Gott. Das muss er so schwer tun. Wir haben jetzt das heute nicht mitgenommen, was wir letzte Woche sehr gut gemacht haben. Ne? Wir haben einen Derby-Sieg gelangt und ich hätte auch, ja, war mir auch ziemlich sicher, dass wir heute irgendwie das Spiel gewinnen hier zu Hause. Wir wissen, dass wir eine Mannschaft haben, die noch nicht in der Lage ist, auch die Situation oder auch die verschiedenen Spielsituationen so ganz nüchtern zu betrachten, sondern wir lassen uns manchmal noch so ein bisschen treiben und fallen oft manchmal noch auf oder tapsen noch so das ein oder andere Mal in die Fallen der Gegner.